So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht. Ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel, Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich, es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. Ja, und nach diesem spektakulären Anfang heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher Wild Hunt. Ja, wir werden uns in das Abenteuer begeben, werden mal gucken, was auf uns zukommt und wie lange wir es auch durchhalten. Ich habe mir vorgenommen, sehr, sehr lange zu spielen und ja, ich hoffe, es gefällt euch und ich würde sagen, ich habe einmal angefangen kurz, ne, also reingeschaut wegen Aufnahme und alles eingestellt. Ich würde sagen, neues Spiel und los geht's. Thank you.
Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. So, und damit beginnt auch für uns das richtige Spiel. Ja, wir haben jetzt die Mission, mit den Hexensinden den Schlüssel zum Schlafzimmer zu finden. Ich spiele das Ganze am PC mit einem Gamepad, deswegen wundert euch nicht, dass ich hier solche Sachen habe. Und ja, ich würde mal sagen, also Witcher 2 habe ich ein bisschen gespielt, ab und zu mal so, ne? Aber okay. Dann können wir ein bisschen rumgucken hier. Ich finde solche Spiele einfach so schön und so, ach, so awesome. Also ihr seht schon, wir haben hier eine gewisse Zauberkraft und ich würde sagen, wir reden erstmal mit Jennifer. Weißt du, Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu warten. Das ist ungehörig und außerdem unvernünftig. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock damit irgendwie da so rumzumachen oder so. Ich würde ganz gerne ins Abenteuer starten. Und deswegen werden wir uns auf die Suche machen. Ja, ich sehe besser nach Ciri. Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder. Solange kann ich mich hübsch machen. Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Ist das wichtig? Ich denke immer nur an dich. Okay, wir müssen immer noch mal diesen Schlüssel suchen, der auf jeden Fall irgendwo in der Nähe ist. Warte mal, ich könnte ja noch mal hier die Sinne benutzen. Da hinten die Tür. Da müssen wir ja durchgehen. Und vielleicht müssen wir mal hier untersuchen. Hier ist nämlich diese Vase. Ja, komm schon. Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Okay, mal gucken, ob wir schon die Tür aufmachen können. Okay, wir brauchen doch noch den Schlüssel. Ach, liegt der da? Ach, da ist er. Okay. Gut. Dann begeben wir uns auf die untere Etage. Das ist wirklich alles komplett blind. Aber gut. Achso, ich nehme an, diese Punkte zeigen oben rechts in der Minimap, zeigen mir halt den Weg an, den ich laufen muss. Okay. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Was?
Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Ich find's cool, dass wir wieder aufnehmen hier können. Sei nicht wütend auf sie. Wir haben sie verwöhnt. Ich würde sagen, sei nicht wütend, weil ich meine, sie hat Spaß und ja. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Ich weiß nicht, eigentlich will ich ja nett zu dem Kind sein, aber... Puh, eine Entschuldigung reicht nicht. Eine Entschuldigung reicht nicht. Du wirst Gule und Algule komplett lesen, mit allen Anhängen. Bitte nicht! Lieber misst sich die Stelle aus. Ende der Diskussion. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Ich habe selber nie Witcher gespielt, deswegen würde ich sagen, wir machen mal ein Tutorial. Na klar. Ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Das ist, glaube ich, ein bisschen besser für mich dann, um in das Spiel reinzufinden. Ich hoffe, euch macht das nichts aus. Ich will doch nur hier... Oh, hallo? Achso. Sprinten auf A. Es ist ein bisschen anders, ich bin noch gerade ein bisschen gewohnt. Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Bei Assassin's Creed und... Ciri, lass den Quatsch. Und sowas. Wo ist sie denn? Okay, also ich bin noch ein bisschen gewohnt bei Assassin's Creed. Und Mordor Schatten hier immer so... Hinten mit R1. Oder ist es R1? Jo. Da hinten auf jeden Fall zu laufen. Hast und das ist irgendwie einfacher. Soll ich zurückkommen und dir helfen? Aber naja, man gewöhnt sich dran. Gewonnen. Deine Beine sind länger. Ich werd's dir schon zeigen. Ich muss nur noch wachsen. Und der Typ ist richtig cool. Er ist einfach so. Gewonnen. Okay, wo müssen wir hin? Da unten. Oh, ich hab voll Schaden genommen, weil ich die ganze Zeit immer runtergejumpt bin.
Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern. Das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Alghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Wir nehmen mal das untere. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? Ja, ich würde sagen, wir machen noch mal kurz die Grundlagen. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin.